Really groovy, this music, Cap. Make me chase you, ain't you? Seth's got to be more careful with his experiments. Captain? You're back, Shimshin. How was my shooting? Mr. Blaskovich, I'm curious. How did it go? All they'd known, all they felt, like water, like it never was. I can't believe Caroline is dead. Who will lead us now? I think maybe Wyatt will. Interim leadership, you mean? Until we find some more suitable person? What do I know? I'm not exactly part of the inner circle. Mio Dio, this is not good. Not good for sure. Signore!
No, Ingele, did you solve the problem in the shooting range? Mr. Blazkowicz, I'm curious. How did it go? Well done, Ingele. You fresh apple, you. Herr Blazkowicz, your lady, Anya, she of us here looking for you? Yes. Anya found Caroline's notes about the American resistance cell in New York City. Look for her in Caroline's room. Have you listened to the Kefa cassette? Yeah, what, Medele? The band, the Käfer. Uh-huh. Have you listened to their music? 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 You want my head to explode? Medele, it's music, she calls it. They sing very well. Yes, yes, they do. And they look good, too. Oh, of course. That's not a bad thing, is it? No, it's not bad. Johann is my favorite. Oh, William. I can still smell her in here. I found Caroline's notes on the American resistance cell in New York City. I know their exact location. Go talk to Wyatt for me. I asked him to do something, and he wouldn't come out of his room. We have to gather everyone to get ready for our next move. We've almost arrived in New York City. Tell her I'll be joining you, Caroline. Make her watch as I fade away. Maybe she already knows. Keeps pretending, like me. What's up, Cap? I reviewed Caroline's notes. The New York City Resistance Group is concealed at the top of the State Building. Is it? Yes. I assume the high altitude means the radiation is at tolerable levels? Yes. However, we can't simply fly in there in our Nazi helicopters because we're gonna be shot down. Can we reestablish contact? Let them know that we're coming? I've looked, but I couldn't find any means of contacting them in Caroline's notes. Well, we'll have to approach from ground level. Introduce ourselves face to face. Ground level? I mean, the whole city is saturated by fallout from the Nazi atom bomb. Lethal levels of radiation if we go there without protective wear. Well, this armor will protect from all radiation. Guess you're going this one alone. Yeah. What else is new? Mbate, can you give him a ride? Easy. Sure, boss. Can I help? Hmm.
5 degrees port and then continue straight forward. You got it, Blondie. Hey, big friend. You better watch out for the crocodiles. Crocodiles? Is not New York Underground crawling with crocodiles? But no, I'm from Texas. Jesus Christ. Should be possible to blow that hatch open from the inside. Cap, transmission's weak. Make your way through the city and reach the state building. And watch out. Jeez, my head. Whoa. Oh, feeling a little lightheaded, Cap. Hey, watch out for the Nazi search parties is what I was going to say.
erwarte regelmäßige Statusberichte. Melden Sie mir alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Jawohl! Seit Jahren tote Hose. Was sollen wir in dieser Einöde? Ich übernehme doch nichts. Könnte doch eine Übung sein. Ich habe diese neue Maschine gesehen. Die Zitadelle. Vielleicht ein Test? Nein. Weißt du, wie die Amis die Gegend hier nennen? Nein. The City of a Million Ghosts. Hier ist einfach nichts zu finden. Alarm! Tote Verstärkung an! Jawohl, Herr Kommandant. Schicken Verstärkung. Ändere Position! Regelmäßige Statusberichte. Melden Sie mir alle Anzeichen verdächtiger Aktivität. Jawohl! Na ja, klar, dass ich wieder Dienst schieben muss. Hör auf zu jammern. Du bist nicht der Einzige. Genieß lieber die Ruhe. Das ist es ja gerade. Es ist zu ruhig. Hier ist seit Jahren tote Hose. Was sollen wir in dieser Einöde? Ich übernehme doch nichts. Könnte doch eine Übung sein. Ich habe diese neue Maschine gesehen. Die Zitadelle. Nein. Weißt du, wie die Amis die Gegend hier nennen? Nein. The City of a Million Ghosts. So viele sind hier durch die Atombombe verreckt. So ein Unfug. Ja, finde ich auch ein bisschen zu dick aufgetragen. Sind ja selbst schuld. Wer mit dem Feuer spielt, verbrennt sich die Finger. Nein, ich meine, hier sind garantiert mindestens 3 Millionen verreckt. Die können echt nicht zählen, dämliche Amis. Stimmt, ja. Und was ist mit ihr? Warte, hast du auch was gehört? Nein. Nichts. Geh mal zum Arzt. Die Strahlung könnte dir zugesetzt haben. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Willst du nicht so jung draufgehen, Bruder?
Arsch. Aufgepasst! So. Alles durchsuchen, Männer! Der Panzer war nach der Bombe einer der ersten in Manhattan. Wäre ich doch dabei gewesen. Unglaublich, ja. Alles war noch heiß von der Explosion. Ich öffnete die Luke und trotzte dem atomaren Wind wie General Rommel der Sonne in Tokio. Ich kann's mir bildhaft vorstellen. Obwohl Kommandant Dörner mich danach anschrie. Der Niederschlag ist in unseren Panzer gewesen. Was weiß der schon von wahrer Heldenhaftigkeit? Ganz genau. Es war nur etwas schwierig, eine ehrfürchtige Pose aufrechtzuerhalten. Die andauernd ausgeschert sind, um Leute zu überfahren, die mit Strahlenkrankheit durch die Straße gehen. Ein Akt der Gnade. Wirklich. Da lief nur eine Wette unter Panzerfahrern.